chaotisch und schnell, grüßt euch Chaos und Nick X9 und dachten sich zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Metroid Dread. Und wie ich es vermutet habe, ein paar Robot-Chosos. Sogar diesmal zwei an der Anzahl. Okay, das wird schwierig, beide zu eliminieren. Vor allem, wenn die einem so gut einkesseln können. Und wahrscheinlich halten die auch noch ziemlich viel aus. Das heißt, ich muss sie fast schon über die gesamte Map jagen lassen. Damit die nicht gerade mich so einfach kriegen. Ja, gerade der Versuch wird schon wieder nicht. Ja, der Versuch wird definitiv nichts. Oder braucht man eher den Mehrfachwerfer? Man muss von einer bestimmten Stelle ausstehen. Solange ich nicht in einer bestimmten Position stehen kann, bringt es mir nichts. Oh, einer ist weg. Ja, die Raketensalven sind wahrscheinlich eher besser geeignet für die. Es wäre nur schön, wenn du sie jetzt abfeuern würdest. Und der zweite ist weg. Oh, das war eine schwere Geburt für die zwei. Weil man die miteinander sehr gut agieren. Wenn dann noch ein dritter dazu kommt, ich will gar nicht wissen. Und ihr müsst das mal noch vorstellen. Wenn die dann zu dritt hoch sind. Dann gut Nacht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Nähe des Items. So, dann diese aktivieren. Wir kommen jetzt an das nächste Item ran. Space-Jumper halten. Damit haben wir immerhin schon mal eine bessere Bewegungsmöglichkeit unter Wasser. Wenn Samus einen Salto ausführt, kann sie in der Luft mehrfach erneut springen. Drücke hierzu beim Salto im richtigen Moment B. Somit wäre jetzt sogar das eine Item in Ferenia, was man eigentlich schon holen konnte, ist jetzt sogar einfacher dadurch. Der Space Jump kann auch unter Wasser verwendet werden, aber dann kann Samus mit dem Folgesprung die maximale Höhe des ersten Sprunges nicht übertreffen, es sei denn, sie trägt den Gravity Suit. Das heißt, sie könnte dann nicht höher springen, sie kann einfach nur länger springen. Also sozusagen längere Abgründe.
um es auf gut Deutsch zu sagen. Aber ich glaube, das wäre jetzt schon mal eine Hilfe mehr. Und ich glaube, hier wird mir jetzt nichts mehr finden im Moment. Weil da kommen wir nicht durch, weil wir müssen da über die obere Tür und da brauchen wir immer noch einen Frostschutz. Und dann haben wir leider immer noch nicht. Das heißt, an diese obere Zentraleinheit kommen wir nicht dran. Das heißt, also Ferenia muss wahrscheinlich jetzt vorerst mal ruhen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich glaube, wir machen vielleicht wieder mal ein bisschen Backtracking. Weil ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich weitermachen könnte. Und wir haben jetzt wieder ein paar Fähigkeiten mehr dazu gewonnen. Da wäre es nur schlau, wenn wir mal wieder ein bisschen Backtracking betreiben würden. Aber wenn ich jetzt den unteren Transporter von Gaburon ansehe, ja, dann bringt der mich nur hier hin. Also ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall wieder mal ein bisschen Backtracking. Weil mehr kann ich gerade nicht tun. Das heißt, wir gehen zurück nach Gaboran und dann schauen wir mal, was wir dort alles holen können mit den jetzigen Fähigkeiten. Ja, was dorthin kommen wir leider nicht, da müssen wir über die obere Tür. Das heißt, das wäre schon mal vorerst nicht machbar, aber wir können wenigstens hier schon mal ein paar Items holen. Danach, wenn ich mit dem ersten Paar vorbei bin, werde ich doch mal einen Plan erstellen, damit ich dann etwa genau planen kann, wie es weitergeht. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir dann in Burenia weitermachen werden. Jetzt haben wir in der Wassergegend, da haben wir noch am wenigsten gemacht. Wobei, hier könnten wir auch ein paar Items holen, aber da kommen wir von hier oben leider nicht runter. Und die Emmy-Zone würde ich noch ignorieren wollen. Ja, fangen wir zuerst in Gaboran an mit dem Item-Backtracking. Also, das wird jetzt eher ein Zusammenschnitt sein. Weil viel könnte ich jetzt nicht machen. Und das erste Item seht ihr dann gleich. So, das sind wir auch schon wieder zurück. Ich bin jetzt zurück im Gebiet Artaria. Ich habe jetzt auch einen Plan, wie es weitergehen könnte. Denn mit dem Space Jump sind wir jetzt auch in der Lage, wieder in das Gebiet zurückzukehren, das ja durch den letzten Magma-Generator ja komplett zerstört wurde. Weil dort oben haben wir auch noch einiges, was wir noch nicht geholt haben. Und wir haben leider keinen direkten Durchgang mehr, außer mit der Space Jump-Fähigkeit. Haben wir jetzt eben eine zusätzliche Verbindung jetzt nach oben. Dann können wir einmal kurz den Missile Plus Container da oben holen. Auch wenn wir dafür ein bisschen Damage boosten müssen. Aber das wäre mir sogar egal. Wir haben in der Zwischenzeit so viel Leben eingesammelt und dann müsste ich dann später dann nicht mehr hoch. Auch wenn ich jetzt gerade nicht einen Lavaschutz habe. Ist immer noch besser, als wenn ich dann später nochmal hochgehen müsste. Nur für ein Item. Am besten ich hole es jetzt schon. So, am besten fangen wir jetzt mal zuerst hier an.
gehen mal hier rüber rein und holen uns diesen Energietank, wenn es möglich ist. Okay, dann müssen wir Speed boosten. Ja, und das müssen wir über diesen Korridor machen. Ich hoffe nur, das reicht von der Zeit her. Weil die Blöcke hier machen es halt doch noch ein bisschen schwierig. Kann ich auf der Strecke irgendwie Speed boosten? Ne, die Tür macht das eher unmöglich. Und die Bombenbrücke machen es dann eher wieder kaputt, das ist das Problem. Also ich krieg die Bombenbrücke nicht rechtzeitig kaputt und ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier den Speedboost nochmal erneuern könnte. Das heißt, es wird sehr schwierig sein, dort hinten ranzukommen. Da müsste ich fast eher schon die beiden Blöcke gleichzeitig sprengen. Am besten wir lassen den vielleicht mal vorerst mal weg, bis wir beide Blöcke gleichzeitig sprengen können. Weil dann hätten wir ein besseres Timing. Vielleicht ist es auch so schon möglich. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich muss dann noch einmal dann hier hochkommen. Und das freut mich jetzt schon nicht. So, dann einmal Damage boosten für diesen Missile Plus Container, damit ich überhaupt noch 10 Missiles mehr kriege. Dann bin ich wenigstens nicht für umsonst hoch. Das heißt, um diesen Energietank werden wir halt mal vorerst mal warten müssen. Weil ich möchte jetzt noch nicht in den 100% Guide reinsehen, den ich gefunden habe. Nur wenn ich wirklich nicht mehr kann. Das Problem ist, ist halt nicht so gut gerissen. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel jetzt nur nach dem einen suchen, weil sonst würde ich die Gefahr laufen, dass ich vielleicht noch andere spoilere. Also wahrscheinlich ist es schon möglich, den zu bekommen, aber da müsste ich nachschauen. Aber ich würde jetzt zum aktuellen Stand der Dinge würde ich sagen, da braucht man wahrscheinlich doch eine Bombe, die hier eben mehrere Böcke sprengt. Und nach meinen Spekulationen nach eben die Powerbombe. Was es die überhaupt hier gibt. Und wir haben ja schon die unbekannte Ressource ja schon ein paar Mal gefunden. Zumindest ist schon mal mein Verdacht. Aber das könnte sein, dass man die wahrscheinlich zu allerletzt findet, weil die ist halt schon richtig mächtig. Aber werden wir das jetzt mal kurz mal hinten anstellen und holen jetzt den nächsten Missile Container. Der war da beim diesem Durchgang.
Nur hat mit damals den Plasmabeam nicht? Oder war es eher die Supermissiles? Ah, die Supermissiles waren es. Die Supermissiles hatten gefehlt für einen weiteren Missile-Container. Somit hätten wir die Itemanzahl jetzt hier auf 65 erhöht. Und dann wäre das nächste Item das dort drüben. Aber ich muss halt einen sehr weiten Umweg gehen, damit ich überhaupt da rankomme. Das hier könnte ich dann auch eher überprüfen, was das jetzt genau ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da unten ist. Ach stimmt, da habe ich ja schon etwas gesehen. Okay, das muss ich gar nicht mehr überprüfen. Ja, dann wäre das nächste Item das dort drüben. Und dann das dort hier. Gut, dann ein kurzer Schnitt und wir sind dann gleich beim nächstbesten Item, wo auch immer. So, da sind wir jetzt auch schon in der Nähe des Items. Da wollen wir mal sehen. Wir haben es damals nicht gefunden, weil wir den Block oder wo auch immer das Item sein soll nicht gefunden haben. Aber jetzt haben wir diesmal den Pulsradar, den wir letztes Mal nicht hatten. Und jetzt haben wir es auch gefunden, das ist da innerhalb. Also doch im anderen Raum. Jetzt wissen wir es also, wo es versteckt hält. Jetzt kannst du dich nicht mehr verstecken. Jetzt halt nur den Weg nach unten finden. Das heißt also, da ist irgendwo ein Durchgang, der uns hier reinbringt. Oder? Anders bei der Tür ist vielleicht ein Durchgang, der uns hier reinbringt. Da müsste ich nochmal schauen. Es ist explizit anderer Raum. Also müssen wir wahrscheinlich dann oberhalb bei der Tür mal einmal den Pulsradar einsetzen, damit wir wissen, wo der Block ist. Kein Wunder, dass ich den nie gefunden habe. Sogar vermuten, dass es etwas mit Speed Boosting zu tun hat. Oder auch nicht. Okay, da muss mir die Bomben genau. Zielen. Endlich! Okay, es will Speed Booster. Okay, da muss ich jetzt die genau sehen. Okay.
Attacke in Form eines Morphballes. Deswegen ist der Block da. Deswegen ist also dieser Block da der eine. So, ein Missile Container. Ich dachte zuerst, dieser Block der wäre eigentlich nur dafür da, um sich vom Enemy zu verstecken, aber jetzt hatte der doch einen besseren Sinn. Der war nur dazu da, damit man sich dann dort reinplatziert und dann diesen wie hieß das jetzt nochmal? Scheiße, jetzt weiß ich den Namen schon wieder nicht. Ah, Shinespark, dass man dann den Shinespark von da aus dann aktiviert. Raffiniert. Weil die lag nämlich genau auf der gleichen Höhe. Darauf musst du erstmal kommen. Gut, und dann wäre da noch ein Item da drüben. Und danach würde mir den Transporter hier nach oben nehmen, nach Dairon, weil dort gibt es noch kurz nach dem Transporter ein Item in Dairon. Also wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich bei dem einen Item bin. Bis gleich. So, da sind wir jetzt oben angekommen und ist zwar hier oben mit Sicherheit das Item versteckt. Genau. Ein weiterer Missile Container. Und somit haben wir jetzt 72%. Also es gibt noch einige Items da. Aber die sind wahrscheinlich dann noch in diesen Gebieten, in denen wir noch nicht reinkommen konnten. Und ansonsten wären wir hier mal vorerst fertig. Dann haben wir noch das eine Item mit Dairon ab und dann schauen wir dann im nächsten Part dann, wo wir dann als nächstes hingehen. Beziehungsweise wo wir dann die nächsten Items abholen. Also nochmal ein kurzer Cut. Und in Dairon angekommen ist gleich links eine brüchige Wand. Und hier oben einmal ranhangen, dann hier Blöcke zerstören. Kommt man an diese unbekannte Ressource auch noch dran? So, und ich glaube, das wäre es dann auch vorerst hier. Gut, dann würde ich sagen, ich beende mal den Part, beziehungsweise auch diese Aufnahmesession. Und dann sehe ich dann im nächsten Part, wo ich dann weitermache, weil ich muss jetzt nochmal überblicken, weil Artaria bin ich vorerst mal fertig, da kann ich momentan nichts Neues einsammeln. In Kataris muss ich mal schauen, ob ich da noch was einsammeln kann. Sonst würde ich dann in Dairon dann weitermachen mit den Items, dann gehen wir einmal kurz nach Ferenia hoch, weil da gibt es zwei Items, was ich jetzt nachholen will. Da wäre einmal das hier, das ist jetzt einfacher zu holen, diese Energieeinheit, und dann dies dort drüben, diesen Missile Plus Container, sofern ich überhaupt bei diesen Türen vorbeikomme. Das hier müssen wir wahrscheinlich per Hochfliegen erreichen. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon riskieren will, wenn die Emmy-Einheit da noch rumläuft. Und danach macht mir noch einen kurzen Abstecher, nachdem wir in Burenia kurz waren. Wobei Gaboran machen wir vielleicht am Schluss, weil ich muss über Gaboran dann mit über Ferenia rein. Ja, machen wir Gaboran dann am Schluss. Dann gehen wir dann in Burenia rein und werden dort ein bisschen backtracken. Und schauen, ob wir dort irgendwas erreichen können mit den Fähigkeiten, die wir bisher haben. Weil vor allem der untere Bereich hier, den müssen wir auf jeden Fall mal untersuchen. Und beim Gaboran ist immer noch der untere Transporter, den ich nicht untersucht habe. Auf jeden Fall habe ich schon mal einige Pläne.
Und wie die genau dann abarbeite, da habe ich auch schon so meine Liste. Gut, dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann wieder weitergeht mit Let's Play Metroid Dread. Schaltet auch dann wieder ein, wenn es dann auf Itemsuche geht. In der Hoffnung, wir finden dann endlich das Item, was uns dann weiterhilft. Bis zum nächsten Part. Ciao!